Jetzt, ja. Genau. Und wir suchen Essen. Wir haben nichts zu essen. Genau. Jetzt geht's los. Wir suchen Essen, ja. Komm. Genau, wir werden jetzt Essen suchen hier. Wir sind im Busch. Und wir wollten euch ja zeigen, was man hier im Busch so essen kann. Zum Überleben. Zum Glück den Werner als Experten dabei, der sich ein bisschen auskennt. Und dann schauen wir mal, ob wir ein leckeres Essen zusammenkriegen. Aber das heute, das mache ich jetzt auch das erste Mal. Also das habe ich immer nur gehört, dass man das so macht. Und so wollen wir jetzt probieren. Ja? Dann probieren wir es. Umso besser eigentlich, ne? Buschmesser. Warten. Und Johnny. Und Johnny. Johnny. Johnny ist der Spürhund. Vielleicht finden wir noch ein paar Trüffel. Wir gehen so ein bisschen breitbeinig und so, weil das muss so aussehen. Im Wilden Westen ist das so, ja. Der da ist noch grün. Den müssen wir filmen, wenn um ungefähr, also wir sind zwei, ein kleiner, ein großer. Wenn die jetzt in einem Monat ungefähr gelb werden, dann wollen wir die ernten. Die sind aber leider noch nicht reif. Genau. Hier ist der andere, du. Hier kannst du besser raus. Dieser ist schön. Und das noch einer. So, die habe ich. Oh, hier sind ja viele. Das noch einer. Das sind drei. Mann, da ist der vierte. Ja, wir haben sind richtig das Platz. Jetzt, das sind die Früchte, ne? Sind das jetzt die, die ich bei uns auch gepflanzt ja. habe? Ja, das sind die du bei uns. Wo sind die denn noch? Da ist noch einer. Dort drin ist einer. Okay. Und dort weiter. Hier sind wahrscheinlich noch viel mehr, weil hier sind die, haben die irgendwie mehr Nasen gekriegt. Ja, also die sind drin. Richtig schön gewachsen. Ja, das sind echt viele. Ah jo. Ja, aber hier haben wir ja natürlich das Problem, wenn du mal hier filmst, ja, da hat der Werner ja letztens schon erklärt, die sind ja so gebogen und teilweise auch entgegengesetzt gebogen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt hier reinlaufen würden, würden uns diese Stacheln komplett in den Hosen, in den Beinen hängen bleiben. Ja. Ja. Und dann bluten uns die Füße, die Waden. Sehr unangenehm. Ich will jetzt hier zwei nehmen und da noch. Ein paar, hier da ist auch noch viel eine. Nehmen, da ist sowieso viel zu viel. Ja. Aber das hier kommt sowieso später weg, weil hier wollen wir dann so Tonnen mit Krotes hinfahren. Ja. Ja. Mal sehen, was das hier. Mach mal das mit Manschette ab. Mal sehen, ob das was Großes ist da unten. Was einige machen. So, jetzt werde ich den mal raus. Das ist ein ganz junger, der ist zu klein. Da müssen wir hier nochmal. Der ist noch sehr klein, also wir brauchen ein bisschen einen größeren Stapel. Ja, das müsste schon gehen, ja? Haben wir mal da noch oder weiter? Den hier? Ja, tu mal den da. Vorher schärfen sollen. Ja, nicht so gut. Das ist egal. Wollen wir diesen auch noch und dann haben wir vier Stück. Hey! Johnny, du bist falsch! Na, der Spürhund muss dann noch wachsen. Oder älter werden. So, diese vier. Nehmen wir jetzt mit und legen die in der Glut. Passen die jetzt aus? Passen nur auf, ne? Die so sehen die jetzt aus, ja, da sind immer noch ein paar Dornen dran, da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Und die werden wir uns jetzt in der Glut schön backen. Die werden ein bisschen bebrennen, die Dornen. Ja. Hast du noch was man zum Überleben essen kann? Im Moment? Na, der Kaktus da, der hat ja Beeren. Der hat auch Beeren. Ja. Das sind auch die eigentlich ganz gut schmecken, sind aber noch ein bisschen klein, aber die werden ja schon rot, ja. Also, ich meine, wir könnten ja da nachher mal eine runternehmen und dann probieren wir die mal. Weil die haben wir früher mal nicht gefilmt, diese Art. Nee. Da waren ja die anderen, die von dem anderen Baum, ja, dann, die haben wir gefilmt. Ja, wir werden das hier mal so ein bisschen. Das ist, ich glaube, das ist genau richtig, weil das ist mit Asche und so zusammen. So, ein bisschen reindrücken.
Ja, hier hat der Werner vorhin so ein bisschen ja, Gestrüpp und altes Holz, was er hier von dem Platz freimachen oder so hatte, hat er hier vorhin schon abgebrannt. Dementsprechend haben wir jetzt hier ordentlich Kohle. Kohle oder auch heiße Asche. Oder heiße Asche, ja. Gut. So, so, das muss jetzt unbedingt so eine halbe Stunde ungefähr oder eine Stunde vielleicht auch, ich weiß auch nicht. Ja. Werden ja sehen. Jetzt wollen wir mal da eine Kaktusbeere abpflücken. Abpuchten. Ja, hier sind auch welche dran, ne? Gut dran. Diese haben wir aber vorhin mal schon gefilmt. Ja. Da würde ich jetzt wohl eine größere, reifere nochmal filmen, wenn wir das. Irgendwo habe ich hier für den Hans Hildebrand vorhin mal. Ah, da oben ist eine bisschen eine größere. Ja. Guck mal. Heiter aus unten. Das ist aber auch das noch eine Größe. Aber zeigen erstmal. Das hat was von Cherimoya. Bisschen. Die letzten, die wir hier geholt haben, die waren so groß. Ja, ja gut. Da liegt auch noch eine. Nur viele kleine dran, ne? Ja, die ist aber auch kleiner. Die ist aber schon angepickt. Ja, wie bei uns die. Jetzt gehen wir noch zu dem anderen Kaktus. Das ist eine andere Sorte. Die ist schon angepickt. Ja. Und hier ist, da ist schon ein kleines Loch drin. Nicht, Johnny! Nicht! Ist noch heil! Glück gehabt. Aber da ist eine von alleine runtergefahren. Die wird schon reich sein. Ah, oh, die ist schon ein großes Loch. Ja, die eine hat auch ein großes Loch hier. Ja, schneid die mal kaputt und dann gucken wir mal. Sollen wir hier schneiden? Ja. Johnny? Wir schneiden erstmal hier die kaputte auf. Ja. Boah, geil. Oh, die Farbe ist, die ist schön. Echt jo. Schön. Ja. Schneid mal die andere größere auf die Halse. Die will ich schmecken. Da, genau, die andere werden wir jetzt essen. Angetackte, die will ich nicht. Boah. Die ist auch sehr schön. Ja, die ist auch sehr schön. Muss man mit Schale oder? Ja, muss man jetzt so rausnehmen. Guck mal, so mit dem Daumen. Ah ja. Hey, zu schnell. Wir werden jetzt immer schnell werden. Ja. Ja, viel zu schnell. Entschuldigung. Aber du musst jetzt langsam. Ich muss jetzt langsam machen, okay? Mhm. Also, so mit dem Daumen? Ja, und dann mit dem Mund dran. Oh, die ist lecker. Man kann auch mit dem Löffel, ja, aber. Ja, aber den haben wir ja jetzt nicht. Ja. Wir sind ja im Busch. Genau. Ohne alles. Ohne alles. Ohne alles, ja. Ohne alles, aber Strom und Kühlschrank haben wir. Ja, das aber die ist lecker. Steht am anderen. Das ist wilder Strom. Ne, die ist echt lecker. Die kann man gut essen. Diese, ja. Diese und die Königinnen der Nacht, die schmecken mir auch immer sehr gut. Ja, die Königinnen der Nacht hatten wir letztes Mal probiert und da hat die so, nichts geschmeckt. Ja, so ein Geschmack nach gar nichts eigentlich. Die schmecken, wenn die richtig ausgewachsen sind, schmecken die aber sehr süß und sehr gut. Ja. Jetzt haben wir ja noch die andere hier, die einfach ja, kannst du da, anschneiden. Jetzt, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen eingesaut, aber sind ja alte Sachen. Na, das eigentlich nicht, ja. So, ah ja, die hatten, das war die mit die haben wir mit der Schale gegessen, ne? Ich esse ja. Davon eigentlich immer nur die Schale, ja. Ah, du isst nur die Schale? Die Schale? Ja, ich will das da drin gar nicht. Okay. Wieso? Jetzt, weiß nicht, es ist so sauer oder ach so. Okay. Ist aber essbar. Also die ist komplett essbar, die kann man mit Schale und allem zusammen aufessen, ja. Ja, die wird noch nicht ja, die ist noch nicht so reif, also die hat nicht viel Geschmack. Ne, aber die Schale wird gut schmecken. Die andere färbt auch gut ab hier, also ich habe hier schon ganz du hast guten schon Daumen. Gewählt. Hab schon gewählt, genau. Mit dem Daumen, hä? Oder mit dem Finger, wie war das? Ich weiß nicht, wir waren nicht wählen. Die auch nicht. Ist auch egal. Weil die Schale schmeckt besser als das Innen. Sag ich auch immer. Ziemlich feste Konsistenz. Also damit könnte ich mir vorstellen, da kann man auf jeden Fall ein paar Tage mit überleben. Ja, wenn die mal so richtig voll sind und bevor die runterfallen, du die dann mit dem Stock runternimmst, ja,
Weil wenn die runterfallen, dann haben die Tiere die gleich wieder. Ja? Die fressen ja die auch gerne. Und, aber die Adjureus haben ja auch alles mit dem Stock dann genommen und gegessen, ja? Bevor die Tiere das wegnahmen. Ja, man muss natürlich zur richtigen Zeit im Dschungel verloren gehen, wenn alles Blüten und Früchte hat, ja. Aber diese Zwiebel, die gibt es ja immer. Die gibt es immer, genau. Die Zwiebel, ganze Jahr die Zwiebel gibt es immer. Ja. Und genug ist davon. Das stimmt, ja. Davon ist genug, ja. Ja. Ist zwar nichts zum Essen, aber während wir aufs Essen warten, hat der Werner mir hier gerade gezeigt, der hat sich hier so einen richtigen Balken quasi schon, zwar einen kurzen, aber immerhin, einen Balken geschnitten. Und zwar ist der aus dem Kaktusbaum, wo wir gerade die Früchte von gegessen haben. Ja. Ja? Und das ist wirklich, das ist schwer, ist fast wie Holz, also ist Holz. Und ist aber sehr weiches. Sehr weiches Holz. Aber nichtsdestotrotz, richtig schwer. Haben die früher hier, wo die Mennoniten sich hier angesiedelt haben, aus dem Holz sogar die Fensterläden oder Türrahmen und so. Nein, Rahmen nicht. Die Türen selber und die Fensterläden, ja. Aber die Rahmen wurden nicht davon gemacht, weil das ist zu weich. Irgendwie geht das nicht. Ich weiß nicht. Damit kann man eigentlich nur schmale Bretter, so zollbreit, ja? Ja. Und dann zum Fensterläden machen, weil ich weiß nicht wieso, aber die haben das nicht. Hier wird alles in Zoll gemessen, nicht in Zentimeter. Aber immerhin, ne, man kann diesen Kaktus oder das Holz von dem Kaktus auch nutzen, um sich da ein paar Gegenstände herzustellen. Und wenn man nur Deko draus macht. Und wenn man nur, Sarah macht natürlich Deko draus. Ja, schön. Stellen wir mal hin. Vielleicht ergibt sich ja da auch nochmal die Möglichkeit, wenn hier nochmal ein Kaktus weg muss, dass der Werner uns das zeigt. Ich habe viele Kaktus auf meinem Land hier. Also dort hinten steht ein Schräger, den könnte man einfach weglegen. Da sind, wenn du den wegnimmst, haben die anderen Bäume mehr Saft, dann Raum, entwickeln die sich besser. Also das ist sowieso viel zu faul, ja? Ja. Das ganze Busch. Ja, aber wenn man hier geht die Motorsäge rein wie in Butter. Ja. Einmal wupp durch. Das hat weiches, aber komischerweise halt schwer ist. Interessant ist, dass das aber so schwer ist. Das ist so schwer, ne? Deswegen hätte ich jetzt auch geschätzt, dass das hartes Holz ist. Nein, das ist ganz weich. Ja. Soll ich ihn rausholen? Hol ihn mal raus, ja. Verglüht. Drei sehe ich da. Da ist man. Ja. Ja, die müssen ja jetzt abkühlen, aber ich glaube nicht, dass die noch mehr oder wie sieht das? Hast du ein kleines Messer dabei? Ich habe ein kleines Messer dabei. Wollen wir mal ein bisschen reinspitzen, mal sehen. Soll ich mal so schneiden, oder? Nein. Oh, das ist gut. Ich glaube, das braucht nicht länger. Weil das spitzt sich da weiter drin schon ganz weich an. Ja. Aber so könnte man sagen, das sieht auch noch gar nicht so verbrannt aus. Nee, hier oben die nicht. Ne? Oder wollen wir die doch noch ein bisschen länger? Manchmal, das wird ja eine halbe verbrennt. Stunde bis Stunde. Wenn das nicht verbrannt, dann wird das auch nicht verbrannt. Ich mach die noch einmal ein bisschen rein, dann holen wir die. Wundert mich, dass die Blätter nicht verbrannt sind. Ja, vielleicht, weil die so viel Wasser haben. Ne? Ja. Ja, hier ist ja auch viel Sand und Asche dabei. Also nur Glut ist ja es auch nicht. Ne? Ja. Machen wir noch ein bisschen länger. Wo sind die jetzt? Jetzt ist alles verglüht. Jetzt ist alles verkohlt, ne? Erst zu kurz, jetzt zu lang. Erst zu kurz, jetzt zu lang. Ist das auch eine? Ja, das ist auch eine. Das sind alle vier. Dann wollen wir mal. Aber wir haben jetzt nichts mit. Ich hole mal einen Teller mit einer Gabel. Ah ja. Und dann nehmen wir die dort unter. Ah, jetzt sind die schön weich. Gut, dass wir schon satt sind, ne? Ja. Yeah. Ob die Adjureus die wirklich so gebacken gegessen haben oder vielleicht doch vorher geschält. Na, riech mal, das riecht so wie Batatas. Ja. Wirklich, ähnlich so. Und wenn ihr im Busch verloren geht, ist aber wichtig, dass ihr eine Tischdecke dabei habt. Ja. Wegen den Siegschuss. Ja. Wegen den ganzen Viechern, die hier fliegen. Gut ist auch, wenn ihr, bevor ihr diese verkohlten Kartoffeln esst, einen leckeren Gisu so als Grundlage schon habt. Ja, genau. Dann ist das Verhungern nicht ganz so schwer. So, und jetzt probieren wir. Wollen wir ein bisschen warten? Ja, vielleicht. Oder?
Nee, das geht schon, das geht schon. Ich werde das mal so mit der Hand mal sehen, wie das geht. Ich werde mal mit dem Kartoffelmesser. Oh, was da drin ist, das halt. Oh ja, aber guck mal, da kann man gut abziehen, das ist so gar. Kommt ein bisschen Asche raus. Oh, das finde ich gut. Zeig mal. Ist aber verdammt heiß. Ui. Soll ich meine Lampe anmachen? Ich glaube, ich habe das drauf. Ja. Die ist ja. Mach nochmal an. Das sind die aber gut gar, ja? Ich glaube auch. Das ist aber echt heiß da drin. Das ist wirklich nicht viel drin. Nee. Also ihr braucht auf jeden Fall einige davon. Und irgendwie. Du hast da gute schon weggeschmissen wahrscheinlich. Habe ich da gute, glaube ich, schon weggeschmissen. Das sind so viele Videos. Ja gut, mit deiner Lampe, da sind die noch direkt vor deinem Kopf. Ja, mich stechen die alle hier. Mach fertig. Naja, ich muss sagen, bevor ich jetzt im Busch verhungern würde, ist das eigentlich ganz okay. Du verhungerst, während du die zubereitest. Aber jetzt für den Grillabend relativ wenig dran. Ja, ist wenig dran, ja. Das wäre wenig dran. Also man muss schon, gibt da zum Glück genug im Busch. Ja. Aber für den Grillabend mit Freunden. Jetzt zeige ich nochmal kurz, wie deins so aussieht. Also es ist immer so die Endstücke von den Blättern quasi. Ja, die kann man so ein bisschen abknabbern und dann der Ruß, den muss man natürlich aufpassen, dass der Ruß nicht so drankommt. So sieht das jetzt das Blatt aus. Dann kann man das hier ein bisschen abbeißen. So da, wo weich ist, da wird schon wieder härter. Und ja, für die Grillparty mit Freunden, holt euch lieber im Supermarkt ein schönes Stück Fleisch für ein Asado. Genau. Und lasst die Knollen im Busch, ja, wenn es nicht sein muss. Aber immer, man kann die essen. Man kann die essen und man könnte somit überleben, ja. Das geht. Und schmecken tun, also schmeckt ja auch nicht schlecht. Vom Geschmack her eigentlich ganz gut. Also ich würde sagen, dem ähnlich wie eigentlich wie eine Palme oder so. Ja, ja, genau. Palmito, ja. Ja, da schmeckt das so ein bisschen. Ja. Also es geht, aber ich glaube, die Frauen wollen nicht. Nee. Bis zum nächsten Mal. Okay.